unser zweiter Vlog. Und ich habe eine neue Kamera, weil diese GoPro 5 Session, ganz ehrlich, das ist doch ein Scheißding. Ich meine, eine Kamera, die, wenn es dunkel wird, nicht genug Lichtempfindlichkeit hat, sorry, ich meine 330 Euro. Und dann ist das eine Kamera, die, wenn du durch einen Tunnel fährst, so tut, als wäre der Commander zu lange in Schwarzafrika gewesen. Ich fasse es nicht. Ich finde sowas so kacke. Das muss technisch drin sein. Ja, wie auch immer, neue Kamera. Das Modell ist so ein chinesisches, ist eigentlich ein Fake, ist eine Kopie von der GoPro. Aber egal, ich probiere das jetzt mal aus. Und dank Amazon, bin ja bekennender Amazon Prime-Kunde, dank Amazon kann man ja kaufen, zurückschicken, Wahrscheinlich wird Amazon irgendwann mal damit aufhören mit diesem Service, weil der Commander immer alles kauft und wieder zurückgibt. Weil er gar keinen Schmerz hat. Egal. Wir probieren das jetzt mal mit dieser G oder Xi Action Cam. Naja, ich werde euch das mal runter, Hardware runterpacken, was, ja, was die so alles kann und was nicht. Das Einzige, was sie nicht kann, wo ich noch nicht so ganz überzeugt bin, sie hat keinen Verwacklungsschutz. Und jetzt ist so die Frage, ob die Windschutzscheibe, ich kann euch ja mal einblenden, wo die Kamera hängt, nämlich hier. Genau, jetzt wisst ihr, wie die hängt, wie das Setup ist. Ob das so verwacklungsfrei ist. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich sozusagen das Video noch nicht sehen kann. Ich nehme es ja erst auf. Außerdem der Ton ist auch die Frage, ob der die massenhaften Beschwerden über den Ton. Na gut, man muss ja alles seriös nehmen. Ne? Man muss ja, ja, ob ich dann auch im externen Mikro arbeiten muss oder nicht, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall seht ihr, ich habe wieder mein Vlog-Hoodie an. Ja? So ist das mit Lieblingssachen. Lieblingssachen heißen halt Lieblingssachen, weil man sie am liebsten trägt. Und bei mir ist das immer so. Ich bin ja bekennender Hoodie-Fan. Und der Hoodie geht dann halt in die Wäsche und wird gleich wieder angezogen. Und geht wieder in die Wäsche und wird wieder angezogen. Und ja, daher, nein. Ich musste heute früh ganz gut lachen, also ich dachte so, geil, heute ist Freitag, heute könntest du mal einen Vlog machen. Und dann so, scheiße, du hast die gleichen Klamotten an. Das, hallo, hallo, hallo. Ja, was war die Woche los mit mir? WoT-technisch nicht so viel, ich muss ganz ehrlich sagen, gar nichts. Weil ich habe, es wird ja langsam Winter und mein Auto hat Sommerreifen und ich habe mir, weil das ja ein Halbjahreswagen war, habe ich mir nicht aussuchen können, was ich an Winterreifen kriege. Also habe ich so richtig schicke silberne Winterrad-Alufelgen. Silber. Also ich meine, heutzutage ist jeder bemüht, kein Silber an seinem Auto zu haben. Finde ich zumindest. Chrom. Ich finde, Chrom ist genauso schlimm wie Efeu, finde ich. Also das, ja, es gibt vielleicht so, so Autos wie Jaguar E-Type oder irgendwie so eine Geschichte. Da ist Chrom natürlich geil. Aber Chrom, ich weiß nicht, so, ich fand auch schon beim Audi, fand ich eigentlich immer schon sehr geil, wenn so die ganzen, der hat ja oben drauf so eine Regenreling und wenn die Regenreling schwarz ist. Ich glaube Shadowline hieß das bei VW oder Audi, bei Audi glaube ich. Und das fand ich schon, das fand ich schon immer ziemlich geil. Naja, bin ich also dran, das ganze Chrom an meinem Auto zu bekämpfen. Guck mir die Winterfelgen an, die nämlich auch eingelagert waren, als ich den Wagen gekauft habe. Gar nicht gesehen. Ich so, prima, diesen Silber. Ergo, Commander nicht blöd und ist ja des Lackierens mächtig. Hat also überlegt, na, die liegen ja jetzt in der Garage, sauber gemacht. Das war erstmal ein riesen Krampf, weil ich sie natürlich vor dem Winter nicht sauber gemacht habe. Wie man es machen sollte, aber nicht getan habe. Naja, also waren sie dreckig wie Hulle und ich habe erstmal einen Wolf geputzt und nachdem ich sie dann sauber hatte, habe ich mir überlegt, ja gut, was machst du mit den Teilen? Also wie lackierst du jetzt wirklich? Lackieren, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber lackieren hat ja viel mit Untergrundbearbeitung zu tun und mit, also sozusagen, Haftgrund muss da sein, dann muss ein Füller da sein, dass die ganzen kleinen Kratzer zu sind und dann kommt nachher der Lack drauf, damit er auch schick und glänzend aussieht. So, riesen Aufwand, riesen Hallas.
wenig Bock zu. Also habe ich mal mit einem Lackiererkumpel telefoniert und der sagte, ja, mach doch dieses Plasti-Dip. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Plasti-Dip ist eigentlich Sprühfolie aus der Spraydose. Und klingt jetzt erstmal schwachsinnig, aber ist total geil, weil ihr könnt zum Beispiel gerade so eine Sachen wie Alufelgen, die könnt ihr in der einen Saison macht ihr die schwarz, schwarz matt, schwarz glänzend, wie auch immer. In der nächsten Saison macht ihr sie pink, in der nächsten Saison macht ihr sie gelb, weil diese Sprühfolie gibt es in jeder scheiß Farbe zu kaufen. Und damit ist einem sozusagen designtechnisch, kann man total viele Sachen machen. Unter anderem total geil, wo ich total drauf stehe, wenn du, man hat ja jedes Auto, jetzt kommt wieder der Chromhasser, jedes Auto hat ja heutzutage Chromschriftzüge, geht ja mal gar nicht, aber was mal richtig geil und dezent und cool aussieht, ist, wenn du schwarze Schriftzüge hast. Und da kannst du halt mit diesem Plasti-Dip total geil die Schriftzüge einschwärzen sozusagen. Und dieses Plasti-Dip fällt auch total geil. Es geht, also da musst du jetzt nicht der Überlackierer sein. Da kannst du halt relativ geile Flächen hinkriegen, ohne jetzt der Monster Professional zu sein. Denn ganz ehrlich, ich habe schon ganz viel lackiert in meinem Leben privat und habe das ja auch mal gelernt. Also Kfz-Schrauber bin ich ja amtlich attestierter. Und da gehörte natürlich auch eine Zeit in der Lackiererei dazu. Und ich sage euch, Lackieren ist eine tolle Sache, wenn man es kann, wenn man Routine da drin hat, weil so lange nicht lackiert, ist auch immer schwierig. Und wenn man die perfekte Umgebung hat und wenn man wirklich gut vorarbeitet. Denn beim Lackieren ist es halt leider wirklich so, ihr habt einen scheiß Untergrund und ihr sagt, ach scheiß drauf, das sieht man nachher nicht mehr. Und ihr macht einen geilen Lack drauf und der Lack liegt geil und der Lack glänzt wie Popo. Aber ihr seht die Kratzer drunter, weil der Lack halt schön glänzend in die Furchen der Kratzer fließt. Und das ist dann natürlich kacke. Gut, Exkurs in die Kunst des Lackierens. Also Alufelgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Alufelgen schwarz gemacht, schwarz glänzend. Sehen auch sehr geil aus, aber war nichtsdestotrotz, wenn man es vernünftig machen will, eine Schweinearbeit. Und ich bin ja gerade mit meinem Keller zu meinen Eltern in das Haus gezogen mit meiner Werkstatt. Und ist auch geil so. Richtig schön gemacht, eine schöne Werkbank und alles sauber gemacht und alles eingeräumt und also fast alles. Und dann erstmal lackieren und dann so klebst du alles ab. Ach naja, wird schon nicht so schlimm sein. Pustekuchen war schlimm und ehrlich gesagt sieht es jetzt wieder aus wie Hulle. Und da müssen wir jetzt also nochmal sauber machen, technisch ran. Gut, tun wir. Was wollte ich, mal wieder zurückzukommen auf WOT, was wollte ich eigentlich am Mittwoch euch kredenzen? Hab per Mail von einem Kollegen, der bei Omni ist, ein sehr geiles Game von ARM X50B bekommen. Und da der ARM X50B auch so ein Gerät ist, was, ich weiß nicht, man sieht ihn ja in Randoms, siehst du ihn jetzt nicht so häufig. Da siehst du schon eine Batchet häufiger als ein 50B. Aber der 50B ist eigentlich, ich sag mal, wenn man auf Magaziner steht, so mit einer der ältesten und der oldschooligsten Magazinpanzer. Weil, ich weiß gar nicht, vielleicht wisst ihr das, Batchet und AMX, kamen die gleichzeitig raus? War die Heavy-Linie und die Med-Linie von den Franzosen gleichzeitig? Weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist der AMX gar nicht so blöd, weil er hat natürlich deutlich mehr Panzerung als eine Batchet. Und ich sag's immer, als Tank, der nicht so oft zu sehen ist, habt ihr natürlich immer den Vorteil, dass die Leute, wenn die jetzt zum Beispiel wannentechnisch beim AMX oder so denken, ja, Papier, alles Papier, ja, dem ist halt nicht aus jeder Richtung, sage ich mal so. Der AMX ist sicherlich ein einfacher zu penetrierendes Gerät, aber er ist schon auch ein klein wenig trollig. Gerade geile Gun Depression oder mehr Gun Depression als eine Batchet und dadurch von oben auf überkuppen und so. Werden wir jetzt auch gleich, nee, jetzt nicht, werden wir am Wochenende, mache ich das, am Wochenende, jetzt ist ja Wochenende, irgendwie Samstag oder Sonntag, versprochen. Da mache ich das Replay von dem 50B und dann werden wir das sehen. Er bounced da auch einen Schuss, der so charakteristisch
Scheiße, jetzt bin ich auf der falschen Abbiegespur. Das gibt wieder Ärger. Also ein Schuss, der charakteristisch wegen der Hull-Down-Fähigkeit und dem angewinkelten Turm ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie... Es ist auch so geil. Ich meine, die Menschen, ich weiß nicht, ist das überall auf der Welt so? Kaum sitzen die Leute in einem Auto, ist es schon irgendwie so, wow, meiner ist länger als deiner, die Lücke darfst du nicht benutzen, weil du bist ja mit Absicht auf der falschen Spur gefahren und Autofahren. Übers Autofahren könnte man, glaube ich, nennen. Ich brauche eine Frontcam. Ist ja wieder so geil. Vor mir voll das Battle wieder. Er lässt ihn nicht rein. Er geht wieder zurück auf die linke Spur. Ich sehe nur den Qualm von den Reifen aufsteigen. Bam, er brettert nach vorne und drängt sich auf den letzten 2,5 Metern noch vor den ihn nicht reinlassenden rein. Ja, super. Naja. Deutsche sind, glaube ich, relativ schlechte Autofahrer, finde ich immer. Also, wenn ihr zum Beispiel Südfrankreich, ich hatte ja schon ein paar Mal das Glück, in Südfrankreich sein zu dürfen. Und ich finde, in Südfrankreich, du denkst immer so, mega chaotisch. Die Leute können ja gar nichts hier, die hupen alle und hier und rechts, links und Lücken springen. Aber im Endeffekt, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, ist es total geil, weil die nämlich alle total aufeinander achten und total nett miteinander umgehen eigentlich, die Südfranzosen. Also wir waren da zweimal mit dem Motorrad. Und Motorrad ist auch immer so eine Sache. Ein Kumpel war schon ganz oft in Südfrankreich. Und Sönke, nebenbei, hallo Sönke. Ja, Sönke guckt wahrscheinlich gar nicht, war vielleicht sein Sohnemann. Auf jeden Fall sind da so Dinger wie man fährt auf einen Stau auf von hinten. Ja, so in Deutschland ist so nach dem Motto so, oh scheiße, mal gucken, ob man irgendwo durchschlüpfen kann so. Und in Südfrankreich ist so, der Stau teilt sich. Und du denkst so, oh scheiße, da kommt irgendwie Polizei, Feuerwehr. Du hast die nicht gehört, deswegen bilden die eine Rettungsgasse und drehst dich so um und denkst so, nö, keine Feuerwehr, keine Polizei. Sie meinen dich. Sie meinen dich als Motorradfahrer, weil sie einfach gechillt drauf sind und sich sagen, hey, der Motorradfahrer, der kann ja fahren. Wir als Auto passen ja nicht durch, aber der Motorradfahrer passt ja durch. Schöne Fahrt noch. Total geil. Also wirklich, finde ich ein beeindruckendes Volk, die Südfranzosen. Aber gut, dürft allerdings nicht den Fehler machen in Frankreich generell. Fahrt nicht nach Frankreich und sprecht nicht Französisch. Weil es ist so, ich glaube, jeder Franzose spricht eigentlich im Grunde seiner Ausbildung, spricht er durchaus Englisch, aber wenn du als Nicht-Franzose in Frankreich Englisch anfängst zu sprechen, spricht kein Franzose spricht mehr Englisch. Die tun immer alle so, als ob sie, ja, ist schon auch nicht koscher, aber egal, man kann ja ein bisschen, also ich habe zum Glück in der Schule Französisch gehabt und da kann ich so ein bisschen was, so ein bisschen Essen bestellen, Wetter reden und das geht gerade noch so. Jo, Motorrad Südfrankreich, kommen wir zur nächsten Sache. Ich muss, glaube ich, wirklich mal ein Special über mein neues Moped machen, weil das könnte ganz geil werden. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe nicht die filmerischen Fähigkeiten, um so einen richtigen, ich weiß nicht, JP kennt ihr ja wahrscheinlich alle, ne? Und der macht ja so geile Car-Porns, wo dann so im Zoom über so die Autos rübergegangen wird und so mit geiler Musik. Und ich glaube, das muss ich erst nochmal lernen. Also das kann ich noch nicht. Insofern will ich natürlich nicht verschenken, will mein Motorrad natürlich möglichst geil darstellen. Würde mir auch Spaß machen. Außerdem ist es stets jetzt in der Garage. Und in der Garage filmen ist scheiße, weil da stehen lauter Bierbänke und Schrott in der Gegend rum. Und vor der Garage ist auch scheiße, weil da ist Rasen. Sieht auch kacke aus. Man muss ja, wenn man sowas macht, in so ein geiles Industriegebiet oder irgendwie sowas gehen, finde ich immer. Da sieht das eigentlich immer am geilsten aus. Ja, insofern, da kommt was mit dem Moped, aber ich muss mal gucken, wie. Vielleicht haben wir ja auch noch so ein paar geile goldene Herbsttage und ich kann das Ding nochmal rausrollen. Aber ja. Ich sehe gerade, kriege ich den irgendwie rein? Ja, nur mit kriminellen Fahrmanövern. Hier ist gerade einer Thema Motorrad.
jetzt 5 Grad hier und 5 Grad in Berlin ist für Motorrad heftig. Und da war gerade eben eine Motorradfahrschule. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Motorradführerschein habt oder nicht. Also ich habe meinen ja im Sommer gemacht, weil Winterfahren, oh, das ist echt nicht so meins. Also das ist, Winterfahren ist schon ein bisschen hardcore. So, ha, Test, Tunneltest. Wie ist die Lichtempfindlichkeit? Kommt die Kamera besser klar? Ist die neue? Ich weiß es nicht. Also gestern zu Hause kam es ganz gut. Aber ja. Jo, Motorrad haben wir auch durchgehechelt. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen kann. Vielleicht, nee, das Community-Panzern, was ich da immer noch mal anleiern wollte. Aber vielleicht mache ich das einfach mal. Ich muss mal gucken, heute. Ich mache das mal. Also ich weiß nicht, wann ich dieses Video bringen werde. Na doch, das müsste ich eigentlich heute Abend schaffen. Ich werde mal heute nach dem Video, werde ich nochmal einfach, ich glaube, der beste, scheiße, der beste Weg, nicht richtig abzubiegen, ist, okay, ich bin auch ein schlechter Autofahrer. Ich gehöre mit zu den Deutschen, die schlecht Auto fahren. Das war gerade knapp. Aber ich telefoniere ja auch gerade. Oder weiß nicht, wie man das so nennt. Ist das eigentlich verboten, während der Fahrt zu filmen? Fällt mir gerade ein. Denn ich sag mal so, man ist mindestens genauso abgelenkt, wie wenn man ein Telefon am Ohr hat. Das sage ich euch. I tell you that. Wo waren wir gerade? Jetzt habe ich den Faden komplett die verloren. Ah ja, richtig. Wir machen das mal folgendermaßen. Wer Interesse hat an diesem Community-Fahren, der soll doch einfach mal mir eine Freundschaftsanfrage bei WOT intern schicken. Weil ich glaube, das Einfachste ist es wirklich, dann einfach die komplette Freundesliste in den Zug einzuladen und dann einfach fünf Runden zu fahren und dann wieder die komplette Freundesliste in den Zug einzuladen. Und dann halt eben die Leute, die gerade eben schon dabei waren, dann halt wieder rauszuschmeißen. Ich glaube, das ist der beste Weg, wie ich das gestalten werde. Ja, das ist gut. Und das werde ich mal, wenn ich... das wird heute, wenn dann spät. Also irgendwann am Wochenende mache ich das. Also, nee, lass es uns anders machen. Lass es uns Samstag machen. Lass es uns Samstag machen, weil ich kriege das heute Abend nicht hin. Wenn ich das Video jetzt noch schneide hier, dann ist das spät. Denn ich habe auch die Kids und dann wird das eh mal spät und dann noch das Video schneiden und so. Das kann man vergessen. Also, wir machen Samstagabend Community durch die Gegend schraddeln. Ja, ich würde mal sagen, peace out!